Wunderschönen guten Morgen hier in Hörsaal 4. Wir starten mit unserem nächsten Vortrag zur Geodigitalisierungskomponente. Sehr spannendes Thema. Ich selber habe in der Landesbauverwaltung schon mal Anträge gesehen für den Breitbandausbau, ausgedruckte Karten mit Kuli irgendwas eingemalt, dann zur Genehmigung vorgelegt. Ich denke, das geht besser und freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag über Projekt Geodigitalisierungskomponente, kurz GEDIG. Bevor wir da jetzt thematisch einsteigen, würde ich erstmal mich kurz vorstellen. Mein Name ist Yannick Günther und eigentlich hätte ich heute hier noch mit meinem Kollegen Kai Kuhlemann, der auch der Product Owner von der GEDIG ist, stehen sollen. Kai ist leider krank geworden und deswegen werde ich seinen Part heute mit übernehmen. Kai und ich, wir arbeiten beim LGLN, das ist das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen. Und wir arbeiten dort in den Geolabs zusammen mit 14 anderen DevOps-Teams an der Modernisierung und digitalen Transformation des LGLN und der öffentlichen Verwaltung. Und eine Sache, an der wir arbeiten, ist eben diese Geodigitalisierungskomponente. Und jetzt ist die Frage, was ist das eigentlich und warum haben wir das überhaupt entwickelt? Wir haben folgendes Problem gesehen. Wir befinden uns im OZG-Kontext, also im Online-Zugangsgesetz. Es geht um Online-Formulare und um Online-Anträge. Und in diesem Kontext haben wir die Annahme, dass über 50% aller Daten einen Raumbezug haben. Und daraus schlussfolgern wir, dass eigentlich auch über 50% aller Formulare irgendwie mit Daten, die einen Raumbezug haben, umgehen müssen. Zum Beispiel müsste es eine Geometrieerfassung in Online-Formularen geben. Jetzt haben wir aber noch das andere Problem. Es gibt in dieser Formularwelt viele verschiedene Formularsystemanbieter. Und die nutzen auch alle unterschiedliche Formular-Frameworks und verschiedene Web-Technologien. Und wenn man eine Lösung für diese Probleme haben möchte, dann bräuchte man irgendwas, was Framework-unabhängig funktioniert. Und wir haben an so einer Lösung gearbeitet und haben dort folgende Anforderungen identifiziert. Zum einen muss es extrem einfach sein. Wir haben zwei Zielgruppen. Zum einen die Bürgerinnen und Bürger, die diese Formulare eben nutzen müssen und von denen wir ausgehen, dass sie wenig Kenntnisse im Umgang mit Geodaten haben. Zum anderen, auf der anderen Seite die Formularsystemanbieter, die möchten natürlich, wenn die so eine Lösung irgendwie integrieren müssen, einen sehr geringen Aufwand haben. Und da haben wir uns noch die eigenen Anforderungen gesetzt. Das Ganze muss erweiterbar sein und irgendwie eine lose Kopplung haben. Und dafür wollen wir auf Web Components setzen. Was das genau ist, da komme ich gleich nochmal zu. Und so sind wir dann im Prinzip auf unsere Lösung gekommen, die Geodigitalisierungskomponente, das Werkzeug für die Geodateneinbindung im E-Government. Und im Prinzip ist die Geodigitalisierungskomponente, das ist erstmal ein sehr langes Wort, ich werde ab jetzt immer GEDIG sagen, das ist geht ein bisschen leichter über die Zunge. Die GEDIG wird im Frontend eingesetzt, im Browser, wo halt auch diese Webformulare sind. Und aktuell besteht diese GEDIG aus zwei HTML-Elementen, die man in so ein Formular einbinden kann. Die möchte ich jetzt mal beispielhaft zeigen. Da haben wir zum einen das Element GEDIG Input. Das ist das Element, was dafür da ist, Geodaten zu erfassen oder einzeichnen zu können. Wir sehen hier mal ein Beispielformular, wie man es auch von großen Online-Shops kennt. Beispiel Paketablageort. Wo sollen wir Pakete ablegen, wenn sie nicht in deinen Briefkasten passen? Kann man hier zum Beispiel Schuppen sagen und dann ist es normalerweise so, dass man das irgendwie beschreiben muss. Schuppen hinter dem Haus, neben der Garage, Tür auf der rechten Seite. So, das ist halt ein bisschen umständlich. Wenn man jetzt die GEDIG ins Formular einbindet, dann sieht man, hat man hier so eine kleine Kartenanwendung im Formular drin, auch mit der üblichen Map Usability, also Zoom, Karte verschieben und so weiter und könnte dann direkt diesen Standort markieren, um dem Paketboten zu sagen, wo das Paket abgelegt werden soll. Das zweite Element, was wir haben, ist GEDIG Select. Das ist dafür da, um aus vorhandenen Geodaten
ein bestimmtes auszuwählen. Hier haben wir das Beispiel, was sehr häufig vorkommt in unseren Formularen, Flurstücksangabe. Normalerweise findet man das so, dass man dann so eine kryptische Flurstücksnummer angeben muss. Wenn man hier die GEDIC benutzt, dann könnte man einfach das Flurstück direkt auswählen, um das es geht. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns gleich noch an, aber davor erstmal ein paar Fakten zu der GEDIC. Die GEDIC ist nicht nur in Niedersachsen entstanden, sondern das Ganze ist ein Kooperationsprojekt mit dem bayerischen LDBV. Das ist das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Wir setzen auf Web Components, also wir sind da technologisch ziemlich Vanilla unterwegs, auch was JavaScript angeht, und versuchen da möglichst auf Standard-HTML-Spezifikationen zu setzen, weil dadurch erhoffen wir uns, dass wir zum einen eine hohe Kompatibilität mit allem haben und zum anderen auch eine Stabilität, nicht nur im Einsatz, sondern auch in der Pflege und der Entwicklung. Die GEDIC basiert auf der Masterportal-API. Wer die Masterportal-API nicht kennt, das ist im Prinzip eine Library, die bestimmte Geofunktionalitäten bereitstellt. Zum Beispiel unterstützt die, dass man bestimmte Layer einbinden kann. Und darauf stützen wir uns. Das Masterportal stützt sich zum Beispiel auch auf die Masterportal-API. Und das machen wir uns an der Stelle zu nutzen. Wer da, also das jetzt noch tiefer zu erklären, würde den Rahmen sprengen, aber da kann man einfach auf die Masterportal-Website oder ins Repository gehen und da wird man auch die Masterportal-API finden. Und von der machen wir eben auch Gebrauch. Das ermöglicht es uns, alle möglichen OGC-Standards zu ersetzen. Also wir können WMS, WFS, Layer einbinden, OGC-API-Features und auch noch mehr. Wie man eben in den Beispielen schon gesehen hat, wir können Punkte, Linien und Polygone einzeichnen. Wir haben diese Selektierfunktion, wo wir aus Vektordaten oder aus Vektordiensten Features selektieren können. Wir haben auch eine Suchanbindung, also man kann zum Beispiel nach Adressen suchen, wenn man einen OSGTS-konformen Dienst dort einbindet. Und das sind auch noch eigentlich ein paar Features mehr. Da würde ich einfach mal auf die Doku der GEDIC verweisen, wo die genau liegt. Da kommen wir gleich noch zu, denn das Ganze kann einfach eingesehen werden, weil es ist ein Open-Source-Projekt unter der EUPL 1.2-Lizenz. Und wie das jetzt, was das jetzt genau ist und wie das technisch funktioniert, das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Das hier ist die Architektur der GEDIC. Die besteht in erster Linie erstmal aus diesen beiden Top-Level-Komponenten. Das heißt GEDIC-Input und GEDIC-Select. Das sind, wie gesagt, einfach zwei HTML-Elemente, die eingebunden werden können und die man eben auch schon in den Beispielen gesehen hat. Und die Philosophie dahinter ist ein bisschen so, wir orientieren uns an den Standard-HTML-Komponenten Input und Select, nur eben für Geodaten. Wenn man eine Ebene tiefer guckt, dann finden wir da das, was wir Geo Component Suite nennen, kurz GCS. Das sind nochmal einzelne kleine Komponenten, die halt eine bestimmte Funktionalität haben. Zum Beispiel haben wir GCS Map. Das ist dafür da, um den Map-Container überhaupt zu zeichnen und zu rendern. Dann haben wir GCS Draw. Wenn man die beiden miteinander verknüpft, dann hat die Karte plötzlich Zeichenfunktionalität. Und im Prinzip sind diese beiden Top-Level-Komponenten nichts anderes als bereits schon vorkonfigurierte, vorgekoppelte GCS-Komponenten. Das ermöglicht uns es auch, diese Component-Suite einfach zu erweitern um neue Funktionalität und dann könnte man auch noch neue Top-Level-Komponenten erschaffen. Also hier haben wir praktisch die Anforderungen erfüllt, dass wir zum einen die lose Kopplung haben, die wir wollten und zum anderen auch die Erweiterbarkeit haben, die wir wollten. Wenn wir dann noch eine Ebene tiefer gucken, da ist dann die Masterportal-API, die uns dann wirklich diese Funktionalität liefert, dass wir die entsprechenden Layer zum Beispiel in WMS-Dienst einbinden können. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das genau? Ich habe jetzt mehrfach behauptet, dass es eigentlich sehr einfach ist und sehr simpel funktionieren soll. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das genau kann. Nämlich, nicht erschrecken, jetzt kommen Code-Beispiele, aber ist nur HTML und JavaScript.
Wir schauen uns das mal anhand von GEDIC Input an als Beispiel. Wie jedes HTML-Element auch haben wir HTML-Attribute. Zum Beispiel können wir hier Längen- und Breitengrad setzen oder auch auslesen, um das Zentrum des Kartenausschnitts zu wählen. Wir können den Draw-Type angeben. In dem Fall wird dann hier eine Linie eingezeichnet, aber wir haben auch die ganz normalen Standard-HTML-Attribute. Wir können eine ID setzen, wir können einen Name setzen, alles, was man so braucht, um die GEDIC in ein Formular einzubinden und da bedienen zu können. Dann sieht man da oben noch das Attribut config.url und da ist irgendwie eine config.json angegeben. Was das damit auf sich hat, das würde ich erstmal so stehen lassen. Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Wenn wir dann mal weiter unten gucken, dann sehen wir den JavaScript-Teil. Was man da machen kann, da haben wir verschiedene Events und verschiedene Methoden, die wir uns zunutze machen können als User. Und wir können hier einfach, wir holen uns jetzt dieses Element, was wir oben im HTML definiert haben, einfach mal mit getElementById und dann können wir zum Beispiel einen Event-Listener auf das Change-Event hinzufügen und wenn dann jemand in der Karte eine Linie einzeichnet, wird dieses Change-Event ausgelöst und dann kann man damit irgendwas machen. Genauso haben wir auch Methoden, hier beispielhaft mal getImage. Wir können getImageJPEG machen und dann kriegen wir ein Bild vom aktuellen Kartenausschnitt mit der eingezeichneten Linie und können dann damit was machen. Es gibt noch mehr Events, es gibt auch noch mehr Methoden. Da verweise ich aber auch auf die Doku, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, es gibt noch dieses Config-URL-Attribut und das ermöglicht es uns, eine Config-JSON-Datei anzugeben. Das ist zum einen praktisch, weil wir dann die Konfiguration nicht unbedingt über diese HTML-Attribute machen müssen, sondern wir können das einfach in diese Datei auslagern, die wir dann angeben. Das ist auch praktisch, wenn man vielleicht die gleiche Konfiguration für mehrere GEDIC-Instanzen oder Elemente benutzen möchte. Zum anderen können wir dadurch aber auch viel komplexere Konfigurationen machen. Wir können dort die Layer angeben, wir können dort auch Styles für die ganzen und die Layer angeben. Und wir sehen hier als Beispiel, können wir auch das Koordinatenbezugssystem bestimmen. Wir haben hier einen WMS-Layer angegeben und dann können wir oben die Komponente so konfigurieren, dass dieser Layer mit dieser ID zum Beispiel der Hintergrundlayer sein soll, den man dann im Formular automatisch in der Karte sieht. Auch da sind wir ein bisschen inspiriert von der Config.json, die es im Masterportal gibt. Und da wir die Masterportal-API nutzen, haben wir halt ähnliche Sachen. Also man sieht auch noch, der EPSG-Code steht halt in dem Blog Portal, das kommt daher. Auch da, was man genau damit machen kann, findet ihr im Repository in der Doku davon. Und wo findet man das jetzt? Da haben wir einmal hier diesen QR-Code, wenn ihr den einscannt, dann kommt ihr auf diese GitHub-URL, die da drunter steht. Und wie kann man das benutzen? Aktuell ist es so, dass es benutzbar ist über dieses statische JavaScript-File, das kann man einfach einbinden in der HTML-Seite und dann kann man die Komponente sofort benutzen. Aktuell gibt es noch kein NPM-Package dafür, aber technisch gesehen wäre es auch da natürlich denkbar, dass man das auch über NPM, über die Package-JSON einbinden könnte. Und ich habe jetzt viel erklärt und geredet, wie man das macht. Ich würde es jetzt gerne mal auch beispielhaft zeigen, wie man das benutzt und einbindet und hoffe einfach mal, dass es hier funktioniert. Ich habe da mal was vorbereitet. Wir sehen hier mal auf StackBlitz so ein Beispiel und die Leute, die nicht so Code-affin sind, die gucken am besten auf den Part, der ganz auf der rechten Seite ist und auf der linken Seite, beziehungsweise in der Mitte, da sehen wir den Code und ich kann es leider nicht größer machen, ich habe das schon ausprobiert, aber man kann hier leider nicht zoomen. Ich hoffe, man erkennt es trotzdem irgendwie. Wir haben hier einfach ein ganz normales Form-Element im HTML und wir haben aktuell einfach nur einen Input, das heißt, wir sehen hier ist einfach so ein Textfeld, da könnte man Foskis ist cool eingeben und dann könnte man das Formular absenden. Und jetzt ist es aber so, wir wollen auch noch
jetzt Geodaten in diesem Formular erfassen. Und dazu müssen wir jetzt erstmal, wie gesagt, dieses statische JavaScript-File einbinden. Da habe ich hier mal ein kleines Cheat-Sheet gemacht für mich, damit ich das schnell einbinden kann. Wir fügen das also einfach hinzu und jetzt ist die GDIC im Prinzip schon eingebunden und benutzbar. Wenn wir das jetzt benutzen wollen, machen wir das jetzt mal anhand von dem Beispiel GDIC Input. Das heißt, wir fügen das hinzu ins Formular und sehen jetzt taucht die GDIC einfach schon auf und wir können die jetzt benutzen und könnten jetzt hier unser Polygon, weil wir haben ja angegeben Drawtype Polygon, könnten das einfach hier einzeichnen, was auch immer das jetzt darstellt. Wenn wir in der Konsole gucken, da haben wir jetzt mal beispielhaft das so gemacht, wenn man jetzt hier das Formular absendet, dann sieht man hier im JavaScript-Teil, kann man es praktisch ganz normal wie Standard-Formular-Elemente auch auslesen und dann finden wir hier auch die Geometrie, die eingezeichnet wurde mit ihren Koordinaten. Und nochmal ganz kurz zeigen, wie das mit der Config-URL geht. Ich habe hier auch mal eine kleine Config-JSON vorbereitet. Da ist jetzt vor allem Styling drin und noch ein paar andere Funktionalitäten. Wir fügen jetzt zum Beispiel mal einen Landkreis-Layer hinzu und dafür erweitern wir einfach GDIC-Input um dieses Attribut Config-URL. Und jetzt sehen wir schon, das Ganze sieht anders aus. Jetzt müssten eigentlich gleich Landkreise auftauchen. Kann sein, da sind sie. Genau, das ist jetzt der Layer, den wir in dieser Config.json hier mal für die Demo spezifiziert haben. Wir haben es auch noch gestylt. Es ist kein schönes Styling, aber es ist effektiv. Und haben die GDIC jetzt darüber angepasst. Nur um mal kurz zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert. Dann wechsle ich mal wieder in die Präsentation. Wir haben noch mehr Beispiele, die könnt ihr, wenn die Folien zur Verfügung gestellt werden, euch einfach selbst angucken. Also wir haben noch andere Konfigurationen als Beispiele, auch wie man das im Zusammenspiel mit zum Beispiel Vue oder React einfach einbinden kann und benutzen kann. Und auch GDIC Select, wo man etwas aus einem WFS-Layer zum Beispiel auswählen kann. Und das ist im Prinzip nur der eine Teil der GDIC, beziehungsweise die Komponente hauptsächlich. Das ganze Projekt ist noch viel größer. Und dazu haben wir einen Vortrag auf der Cloudland dieses Jahr. Den wird Kai Kuhlemann halten. Und da geht es um die ganze Infrastruktur im Projekt GDIC, weil es gibt neben der Komponente noch eine Cloud-Infrastruktur, die dahinter steckt. Und einen benutzerfreundlichen Konfigurator, um diese Config.json-Dateien ganz easy einfach anlegen zu können. Und wie das alles funktioniert und wo die dann gehostet werden und wie man Zugriff darauf bekommt, das könnt ihr zum Beispiel auf der Cloudland erfahren. Und wer nicht auf der Cloudland ist oder wer nicht so lange warten will, der kann auch einfach auf die Homepage www.gedic.de gehen und findet da noch mehr Informationen zu dem Projekt. Und das war es auch fast von dem Vortrag. Ich möchte abschließend noch in eigener Sache sagen, einmal darauf hinweisen, wenn ihr noch mehr von uns erfahren möchtet. Wir haben noch mehr Vorträge auf der FOSCIS vom LGLN, wenn ihr das spannend findet. Und wenn ihr das so spannend findet, dass ihr auch Bock habt, selbst an diesen Themen zu arbeiten, dann könnt ihr auch mal diesen QR-Code einscannen. Und da findet ihr auch noch mehr Informationen zu den Vorträgen und noch vieles mehr. Und dann bleibt mir nur zu sagen, das war's. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es sind Fragen im Chat reingekommen. Die erste Frage wäre, kommt GDIC auch als Erfassungskomponente in einer Masterportal-Instanz in Frage und wie wird die Geometrie an ein persistentes Backend übergeben?
Erste Frage ist, also aktuell nicht. Die GEDIK steht halt im Prinzip für sich alleine, aber man kann natürlich, weil es einfach ein normales HTML-Element ist, das wie alles andere auch einbinden, indem man zum Beispiel im Masterportal kann man ja Add-ons entwickeln, da könnte man die GEDIK einfach nutzen, wenn man das möchte, aber der primäre Fokus ist halt eigentlich so für Formulare gedacht, die nicht unbedingt was mit dem Masterportal zu tun haben, aber technisch gesehen wäre es möglich. Und die zweite Frage ist, das ist im Prinzip die Sache des Formularsystemanbieters oder von der Person, die die GEDIK einbindet, die Sache, weil wir beziehen uns dann nur aufs Frontend. Wir müssen, also man muss das im Prinzip so behandeln wie ein ganz normales HTML-Element. Und wenn man da sein Formular baut und die GEDIK einbindet, dann kann man an der Stelle im JavaScript dann die Geometrie abfragen, die eingegeben wurde. Und was man dann damit macht, ob die an ein persistentes Backend geht oder sonst wohin, das bleibt dann dem Formularentwickler oder der Entwicklerin überlassen. Gut, sehr schön. Zweite Frage aus dem Chat wäre, wie wurde und wird das Open-Source-Projekt finanziert und wie wird eine dauerhafte Wartung sichergestellt? Ich hoffe, ich kann das beantworten. Das ist mehr so Kais Bereich. Also es ist auf jeden Fall ja ein Kooperationsprojekt mit Bayern. Das heißt, Niedersachsen und Bayern arbeiten daran. Das ist ein sogenanntes EFA-Projekt, einer für alle. Und wie das genau finanziert wird und im Detail funktioniert, kann ich leider nicht bearbeiten. Und auch wie die Wartung sichergestellt wird, was da geregelt wurde und wie das perspektivisch aussieht, kann ich auch nicht so genau sagen. Wir werden auf jeden Fall weiterarbeiten daran aktuell und wir haben auch schon so eine grobe Roadmap, was auch noch alles gemacht werden muss. Zum Beispiel, dass man auch die Kartenelemente, also die Buttons zum Beispiel, selber stylen kann. Und das Ganze ist ja unter der Eupel 1.2 Lizenz, die auch sicherstellt, dass das auch immer Open Source bleiben wird. Genau, zur Eupel war auch gleich noch, eine Frage. Und zwar, warum Eupel, wenn das Masterportal doch unter der MIT-Lizenz steht? Das kann ich leider auch nicht beantworten. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. Alles, was ich weiß, ist, dass diese Eupel-Lizenz einen besonderen Fokus noch auf Behörden hat. Das ist eine Erweiterung einer anderen Lizenz, die mir leider gerade entfallen ist. Aber warum es jetzt genau die ist und wie das entschieden wurde, die Antwort habe ich leider gerade nicht parat. Eupel ist ja European Public License wahrscheinlich? Ich glaube, ja. Gibt es Fragen hier im Raum, bevor wir den Chat weiter abarbeiten? Okay. Dann einmal. Sie haben ja Geometrie, Flurstück, Auswahl gezeigt. Ist da auch möglich, ein Teil des Flurstücks auszuwählen und zu übermitteln, weiterzugeben? Das hängt im Prinzip davon ab, was man da für einen Dienst einbindet. Wenn das jetzt WFS-Dienst zum Beispiel ist, der auch Teilbereiche von Flurstücken einbindet, dann ist das auf jeden Fall möglich. Also bei diesem GEDIK-Select-Element geht es in erster Linie darum, das, was vorhanden ist, das kann man anklicken und auswählen. Das heißt, dafür muss diese Teilfläche im Prinzip auswählbar sein. Aber ich kann jetzt nicht von so einem Straßenabschnitt sagen, tu mir nur den Teil der Straße auswählen. Aktuell geht das noch nicht. Also jetzt zum Beispiel sowas, dass man, man hat ein Stück und man will dann genau, man zeichnet zum Beispiel eine Fläche ein, man will genau den Teil der Fläche und dass es auch genau dann zu den Stützpunkten snappt oder so. Das geht aktuell noch nicht, aber ich glaube, dass das auf der Roadmap ist und auch geplant ist. Bin ich gerade überfragt, aber ja. Gut, hier war noch eine zweite Frage. Ja, danke für den Vortrag. Nur kurz, du hattest ja eben diese Demos gezeigt. Sind die auch auf GitHub? Weil ich habe die jetzt gerade beim Durchgehen nicht gesehen. Die sind noch nicht auf GitHub. Das sind auch, die verweisen auch alle auf Stackblitz-Seiten. Wir können mal gucken, ob wir die einfach auch auf GitHub online stellen. Und ansonsten
Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie das läuft, also wie diese Folien zur Verfügung gestellt werden. Das muss ich gleich noch in Erfahrung bringen, aber da kommst du auch über die Links dann zu den Demos. Aber wir gucken nochmal, dass wir das vielleicht auch auf die GitHub-Seite irgendwie stellen können. So, vielleicht noch eine letzte Frage hier aus, sind noch Fragen hier im Raum? Dann noch eine letzte Frage aus dem Chat mit scheinbar datenschutzrechtlichen Hintergrund, kommt aber nicht von mir. Wird in der GEDIC auch der aktuelle Standort abgegriffen? Das nicht standardmäßig, das ist aber möglich. Also in der, können wir ganz kurz hier gucken. Hier gibt es so einen kleinen Button, da kann man die Karte auf den Standort zentrieren. Dafür wird dann aber, weil es ja im Browser läuft, fragt der Browser dann, darf ich auf die Standortdaten zugreifen? Und wenn man dann sagt ja, dann wird die zentriert. Und wenn man sagt nein, dann passiert, glaube ich, nichts. Wunderbar. Dann recht vielen Dank nochmal für deinen Vortrag. Gerne.